heißt, der Stift sei mächtiger als das Schwert. Und Machthaber sahen das auch oft so. Von verbotenen religiösen Traktaten und revolutionären Manifesten bis hin zu zensierten und verbrannten Büchern. Wir wissen, welche Macht Worte haben und wie sie die gesellschaftliche Ordnung umstürzen können. Aber seltsamerweise galten auch einige Zahlen als so gefährlich, dass sie verboten wurden. Unsere Vorfahren zählten Gegenstände lange Zeit mit Strichen. Doch als der Ackerbau aufkam und sie in größeren Gruppen zusammenlebten, reichte das bald nicht mehr aus. Je komplexer die Zahlen wurden, desto mehr begannen die Menschen darüber nachzudenken, was sie sind und wie sie funktionieren. Um 600 vor Christus war das Studium der Zahlen im antiken Griechenland bereits weit entwickelt. Der Mathematiker Pythagoras und seine Anhänger entdeckten numerische Muster in Formen, Musik und den Sternen. Für sie enthüllte die Mathematik die Geheimnisse des Universums. Aber ein Pythagoreer namens Hippasos entdeckte etwas Beunruhigendes. Manche Größen, wie die Diagonale eines Quadrats mit der Seitenlänge 1, lassen sich nicht durch eine Kombination aus ganzen Zahlen oder Brüchen ausdrücken, ganz egal wie klein. Diese irrationalen Zahlen wurden von den Pythagoreern als Bedrohung für ihre Vorstellung von einem perfekten Universum angesehen. Für sie ließ sich die Realität mit rationalen, numerischen Mustern beschreiben. Historiker berichten, dass Hippasos für die Veröffentlichung seiner Erkenntnisse verbannt wurde. Legenden zufolge wurde er zur Strafe sogar von den Göttern ertränkt. Während irrationale Zahlen nur Philosophen verärgerten, erzürnten spätere mathematische Entdeckungen politische und religiöse Machthaber. Im Mittelalter, als in Europa noch römische Ziffern verwendet wurden, hatten andere Kulturen bereits Stellenwertsysteme entwickelt, die eine Null enthielten. Als arabische Reisende ein solches System in die Seehäfen Italiens mitbrachten, lagen dessen Vorteile für Kaufleute und Bankiers auf der Hand. Die Obrigkeit war jedoch misstrauisch. Hindu-arabische Ziffern galten als leichter zu fälschen und abzuändern, zumal sie den Kunden weniger vertraut waren als den Kaufleuten. Außerdem ermöglichte das Konzept der Null negative Zahlen und die Erfassung von Schulden in einer Zeit, in der man Geldverleih mit Argwohn betrachtete. Im 13. Jahrhundert verbot Florenz die Verwendung hindu-arabischer Ziffern für die Buchführung. Und obwohl sie sich bald als zu nützlich erwiesen, um sie zu ignorieren, hielten die Kontroversen um die Null und negative Zahlen noch lange an. Negative Zahlen galten sogar noch bis ins 19. Jahrhundert als absurd. Selbst prominente Mathematiker wie Girolamo Cardano mieden die Null, obwohl sie es viel einfacher gemacht hätte, Lösungen für kubische und quartische Gleichungen zu finden. Auch heute noch sind manche Zahlen verboten, weil sie für etwas stehen. So verbieten Regierungen zum Beispiel die Verwendung von Zahlen mit symbolischer Bedeutung, wie das Datum einer Revolution oder mit Verbindung zu oppositionellen Politikern oder Parteien. Andere Zahlen sind mitunter wegen der enthaltenen Informationen illegal. Nahezu jede Art von Information, ob Text, Bild, Video oder Computerprogramme, lässt sich in eine Zahlenfolge verwandeln. Das bedeutet jedoch, dass geschützte Daten, ob urheberrechtlich geschütztes Material oder Staatsgeheimnisse, sich auch als Zahlen darstellen lassen, sodass der Besitz oder die Veröffentlichung dieser Zahlen strafbar sein kann. Dieses Konzept erregte im Jahr 2001 Aufmerksamkeit, als ein Code zur Entschlüsselung von DVDs in Form einer großen Primzahl verbreitet wurde. Dass Zahlen illegal sein können, mag absurd klingen. Aber wie Worte sind auch geschriebene Zahlen eine Möglichkeit, Ideen und Informationen darzustellen. Und in einer Welt, in der Berechnungen und Algorithmen unser Leben immer mehr bestimmen, wird der Stift der Mathematiker von Tag zu Tag mächtiger. Wenn du neugierig bist, wie das metrische System erfunden wurde, sieh dir dieses Video an. Oder erfahre in diesem Video, woher unser Zahlensystem kommt. Und abonniere unbedingt unseren Kanal.